this. Mathematical diseases in climate models and how to cure them. And I don't have the slightest idea what these two guys are talking about now. And when I asked them, they said, ah, just tell them people, it's about... Ich weiß überhaupt nicht, über was sie da reden. Und als ich sie gefragt habe, haben sie einfach gesagt, ich soll über die nächsten Modelle von Klimamodellen sprechen und wie man damit umgeht. Bitte begrüßt die Sprecher. Cool. Can you guys hear us? Is this okay? I'll stand back a little bit. Okay, cool. Thank you. Okay, danke. Wenn ihr den letzten Vortrag gesehen habt, dann werden wir das etwas ausführen. Sie hat viel über Unsicherheit in Klimamodellen geredet. Und eine Sache, die sie erwähnt hat, ist, dass die meiste Unsicherheit von Menschen kommt, aber auch ein großer Teil, der von den Modellen kommt. Und wir sprechen mehr über die Modellunsicherheit, die Unsicherheit wegen unbekannter oder nicht bekannter Physik und wie man sie behandelt. Es sind zwei aufgeteilt in zwei Teile. Ich werde über das Modell reden und dann werden wir über Julia reden und wie man die neue Programmiersprache verwendet für die Modelle. Wir fangen an, euch eine kurze Idee davon zu geben, warum Klima so schwer zu modellieren ist. Ihr habt solche Bilder vielleicht schon mal gesehen. Das sind Satellitenbilder von Wolken für Wettervorhersage verwendet und ihr könnt schon sehen, das sind sehr viele kleine Wolken. Und wenn man ein gutes Klimamodell machen will, muss man alle kleinen Wolken auflösen und man kann da viel reinzoomen auf Zentralamerika, dann sieht man noch kleinere Wolken und wenn man noch weiter reinzoomt, wenn man auf die Yucatan-Halbinsel einzoomt, dann sind die Wolken sehr, sehr klein. Einige Wolken sind nur 100 Meter groß. Und wie der vorherige Vortrag gesagt hat, nutzen die meisten Klimamodelle Auflösungen bis zu 50 Kilometer und alles, was kleiner ist als die 50 Kilometer, kann das Modell nicht sehen. Und wir müssen das irgendwie einbeziehen, weil Wolken sind wichtig und wenn wir mehr Wolken haben, beeinflusst das, wie viel Wärme abgegeben wird oder eingefangen wird. Wenn man mehr Wolken hat, ist es vielleicht wärmer, wird mehr aufgewärmt. Wir wissen das nicht so wirklich, ob Wolken das Klima wärmer oder kälter macht. Also es ist wichtig für das Klimamodell, diese kleinen Wolken aufzulösen. Und wo die mathematischen Krankheiten hinkommen, ist, dass wir nicht wissen, welche Gleichungen wir aufschreiben sollen, welche Physik wir lösen müssen, um den Effekt dieser kleinen Wolken zu sehen. Und dass dieser Effekt dieser mathematischen Krankheiten, dass wir nicht wissen, was wir machen. Die große mathematische Krankheit im Klimamodell sind Krankheiten. Wenn wir uns den Ozean anschauen, dann hat man da auch eine ganz ähnliche mathematische Krankheit. Also dieses Modell, wir haben jetzt kein gutes Satellitenbild von den Ozeanen, aber wenn man hier ein Ozeanmodell anguckt, hochaufgelöstes Modell, dann auf dem Pazifik, da sieht man hier oben Japan und China und die weißen Linien, das sind Strömungslinien, da sieht man, wo das Wasser lang geht. Man sieht also sehr viele Strömungslinien, zum Beispiel hier an der japanischen Insel und auch man sieht auch Kreise, das sind also Eddy-Ströme, das sind Turbulenzen im Ozean, durchmischen sich und transportieren Salz und Hitze oder marines Leben, all diese Dinge, das sind die Dinge, die der Ozean benutzt, um Hitze zu transportieren und zu durchmischen. Und das ist wichtig, wie die Teile im Ozean sich bewegen, wie es sich aufheizt. Und hier sehen sie relativ groß aus. Und man kann wieder reinzoomen und man sieht, das sind also sehr kleinskalige Strukturen. Wir gucken uns mal ein anderes Modell an, andere Farben auch. Hier ist eine ähnliche Region. Man sieht links oben wieder Japan. Aber es wird jetzt dargestellt, wir müssen nicht wissen, was das ist. Es ist ein Maß, wie sehr sich das Wasser sich dreht. Man sieht sehr viele Strukturen, sehr viele große Kreise, aber sehr viele sehr kleine Kreise. Und man sieht jetzt hier 50 oder 100 Kilometer in den meisten Modellen. Aber wie man halt sehen kann, gibt es sehr viele Dinge, die sehr viel kleiner sind.
als diese 100 Kilometer. Also wenn man hier zum Beispiel so ein Gitter drüber legt, so ein Klimamodellgitter, dann sieht man, für das Klimamodell ist jede Box eine Zahl, man sieht nichts, was kleiner ist. Aber es gibt sehr viele wichtige Dynamik in der Physik, die in der Größenordnung von 10 Kilometer sind, was sehr viel kleiner ist als das, was die Klimamodelle sehen können. Und es gibt sogar auch physikalische Phänomene, die bei 100 Metern oder 200 Metern Größenordnung passieren. Und wenn wir wissen wollen, wie das Klima dann aussieht, dann müssen wir die Physik verstehen, die bei 200 Metern passiert. Also wenn wir mal ein Beispiel anschauen für die Physik, die da passiert auf 10 Kilometern. Hier ist eine kleine Animation, wo erklärt wird, wo diese Kreise im Ozean entstehen. Also man hat zum Beispiel im Norden heißes Wasser. Das ist jetzt in dem Fall alles als orange oder gelb dargestellt. Das kalte ist im Süden hier, die lilane Farbe. Und wenn man jetzt Rotationen mit einführt, dann sieht man diese Eddy-Ströme. Das heiße Wasser ist leichter, es ist weniger dicht. Das heißt, es läuft hier über das kalte drüber. Und das ist schwerer, das kalte Wasser. Und ohne Rotation bewegt sich einfach das heiße Wasser auf die Oberfläche. Aber jetzt rotiert es eben und man sieht diese sich verwirrenden, diese kreisförmigen Eddy-Ströme, die man auch im tatsächlichen Ozean sieht. Und das sind jetzt 250 mal 500 Kilometer. Das heißt, man braucht eine sehr große Auflösung, um dieses Zeug auflösen zu können. Und die üblichen Klimamodelle haben die Auflösung nicht. Und einige diese scharfen Kanten zwischen kalten und heißen Wasser, das sieht man möglicherweise gar nicht im Klimamodell. Und wenn man das ordentlich auflöst, dann kriegt man zum Beispiel die falschen Durchmischungsraten oder die falsche Temperatur im Ozean. Deswegen ist es wichtig, diese Werte aufzulösen. Ein anderes Beispiel hier ist wieder ganz grässliches Farbschema. Aber hier sieht man ein Beispiel, alles ist 100 Meter. Das heißt, also ein 100 mal 100 Meter großer Kubus und man startet mit 20 Grad Celsius warmem Wasser und umso tiefer man runtergeht, umso kalter wird es. Und man kann sich vorstellen, in der Nacht wird es kalt, die Oberfläche wird abgekühlt und das kalte Wasser möchte nach unten, das heißt, es sinkt hier nach unten und es gibt Konvektion. Und das passiert an vielen Orten im Ozean, da wird also an der Oberfläche durchmischt und man bekommt diese zusätzliche Ebene an der Oberfläche. Und das ist wichtig für den Ozean und es ist wichtig auch zu verstehen, wie dick diese Durchmischungsebene ist. Und man kann sich also jetzt auch vorstellen, dass das auf sehr kleinen Skalen passiert. Das Klimamodell muss also eine gewisse Information darüber haben, was auf dieser Skala passiert. Und das ist die mathematische Krankheit im Ozean, denn das Klimamodell kann das nicht sehen, es muss irgendwas tun, es wäre unphysikalisch, das sonst aufzulösen. Abgesehen von dem Turbulenz im Wasser hat man dasselbe Problem mit Eis. Hier formt sich Eis vor Antarktika, man kriegt jedes Wind. Der Wind, der das Eis, das sich gerade bildet, wegweht und dann sieht man diese Linien da und dieses ganze Bild sind 20 Kilometer und das Klimamodell sieht das nicht. Aber man muss trotzdem irgendwie die ganze Physik abbilden und man hat ähnliche Dinge passieren mit dynamischer Vegetation und Aerosolen und das sind so Plätze mit schönen Bildern, aber wenn man in die Atmosphäre guckt, sind nicht nur Wolken, sondern man hat auch Aerosole, so kleine Teilchen wie Sulfate, die wichtig für Wolkenbildung sind und wichtig für Chemie, aber wir verstehen die Physik nicht wirklich, also wissen wir nicht wirklich, wie sie parametrisieren sollen. Man hat Konvektion und dieses Klimamodell kann vielleicht nicht alle Konventionen in der Atmosphäre auflösen und da sind viele mathematische Krankheiten in der Atmosphäre. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr alles in diesem Bild versteht. Die Atmosphäre ist kompliziert. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Klimamodell alles selbst rausfindet. Man kann sowas Ähnliches für den Ozean machen. Der wichtige Punkt ist hier, man kann ja durch alle Punkte gehen, aber die wichtige Sache ist, dass der Ozean nicht nur ein Eimer mit Wasser ist, sondern es sind viele
Dinge gehen vor und manche könnten wichtig sein für Klima, manche nicht. Wir wissen nicht wirklich was und alles passiert auf sehr kleinen räumlichen Skalen. Und das Klimamodell kann das nicht alles auflösen. Und dasselbe für Eis im Meer. Viele Sachen sind wichtig für Eis im Meer und es gibt zwei Punkte, wo das Klima kippt. Das eine ist Seeeis-Albedo-Effekt. Wenn man anfängt, Seeeis zu schmelzen, dann sinkt der Albedo, dann wird mehr Eis geschmolzen und irgendwann endet man ab mit einer Erde ohne Eis. Und das ist eine wichtige Sache. Und das andere ist die Instabilität auf dem Boden des Meers. Wenn man anfängt, Eis am Boden des Schelfs zu schmelzen, dann hat man eine größere Fläche, wo Eis schmelzen kann. Und dann vergrößert man einfach nur die Fläche, wo das Eis schmelzen kann. Und dann schmilzt mehr Eis und dann schmilzt das Eis immer schneller. Und das ist aber schwer, das alles auf 50 oder 100 Jahre zu prognostizieren, weil es auf sehr kleinen Skalen passiert. Also der Punkt ist, dass es sehr viele Parameter oder mathematische Krankheiten gibt und wenn man anfängt, die alle aufzuaddieren, endet man mit sehr, sehr vielen Parametern. Das hier ist eine Tabelle für vertikales Mischen im Ozean, das ist das farbige Bild, die farbige Animation, was ich vorhin gesagt habe, die Parameter, die man für die physikalische Animation braucht, sowas wie 20 Parameter, die Reibung an der Oberfläche ist sowas wie 0,1, total verrückt. Und es ist auch etwas willkürlich. Dieses eine Modell hat 20 Parameter, wir benutzen den festen, aber vielleicht sind sie unterschiedlich im Atlantik und Pazifik, im Sommer und im Winter. Es könnte alles unterschiedlich sein. Wir haben hier 20 Parameter, wir haben viel mehr für Wolken, wir haben viel mehr für Eis und am Ende enden wir ab mit 100 bis 1000 Parametern, die man alle verändern kann. Und wir können diesen Plot angucken, der im letzten Vortrag gezeigt wurde. Und die ganzen Modelle funktionieren gut von 1850 bis 2000. Die haben alle unterschiedliche Parameter, aber die werden alle gut eingestellt. Und dann bis zum 20. Parameter, bis zum Jahr 2000, die schwarze Linie funktioniert ganz gut. Aber wenn man sie in die Zukunft prognostiziert, werden die immer unsicherer und die gehen auseinander und da sieht man dieses riesige rote Band und mit sehr viel Unsicherheit. Und einige Leute würden sagen, dass diese Optimisierung, diese Parameter finden, nicht wirklich wissenschaftlich ist und sie haben einen Punkt, das ist nicht wirklich großartig, aber das Beste, was wir hatten. Aber wir sollten in der Lage sein, etwas besser zu sein, um euch eine Idee zu geben, warum wir nicht einfach alle Physik auflösen. Sagen wir wollen eine direkte numerische Simulation der ganzen Erde machen, von der Atmosphäre und der Meers, dann muss man bis zu 1 Millimeter herunter alles auflösen und dann das Ozeanvolumen und die Atmosphäre sich anguckt, braucht man 10 hoch 28 Gitterpunkte. Das kommt raus, wenn man den Gitter über die ganze Erde legt. Man könnte das machen, aber unglücklicherweise gibt es nicht genug Computerpower in der ganzen Welt, um das zu machen. Meistens Klimamodelle benutzen 10 bis zu 8 Gitterpunkte. Und man will das auch nicht nur einmal laufen lassen, sondern mehrmals für 1000 bis 10.000 Jahre. Man will viele davon laufen lassen, weil man Statistik haben will. Also lässt man nicht die höchste Auflösung, die möglich ist, laufen, sondern man will viele viele Wiederholungen haben und nimmt eine niedrigere Auflösung. Und deswegen muss man diese Parameterisierung einfach benutzen. Wir können die Nummer verwenden, mit denen jemand 1949 sich ausgedacht hat. Man kann die Parameter verändern und gucken, was passiert. Und eine Sache, die wir machen, ist die Parametrisierung, versuchen die Parametrisierung at least, zumindest teilweise mit Physik in Übereinstimmung zu bringen und sicherzustellen, dass wenn man die Parametrisierung in das Modell reinsteckt, dass man dann die
die grundlegende Physik und die grundlegenden Observablen wieder gewinnt. Aber das heißt, dass man unterschiedliche Parameter für Sommer und Winter und für verschiedene Ozeane machen. Und man muss Hochauflösungssimulationen machen. Aber ich denke, im Moment haben wir die richtige Computerpower dafür. So, wir benutzen Modelle auf der GPU, weil es uns schnellere Resultate gibt. Wir verwenden nicht Fortran dafür, wir verwenden Julia, damit auf der rechten Seite sehen wir ein altes Video mit einem alten Programm auf der rechten Seite. Das ist aktuell noch eine andere Idee, die wir gerade haben, könnte ein bisschen populärer sein, anstatt die bestehenden Parametrisierungen zu verwenden. Jetzt wissen wir haben ganz viele Daten, deswegen versuchen wir jetzt ein neuronales Netz da hineinzuwerfen mit den Differentialgleichungen und damit die Physik zu beschreiben, die wir noch nicht kennen. Ein Beispiel ist, ich möchte jetzt nicht über Differentialgleichungen reden, denn es würde eine ganz lange Zeit dauern. So, in dieser Gleichung sehen wir Fragezeichen. Diese Fragezeichen sind Physik, die wir noch nicht kennen. Wir versuchen dafür neuronale Netze zu verwenden. So, und unser primäres Ziel ist, neuronale Netze zu verwenden, um diese fehlende Physik zu beschreiben. Ich möchte euch nicht über die ganze Physik erzählen. Zum Beispiel haben wir hier Q, das ist die Wärme. Das alles ist noch ein bisschen Arbeit im Fortschritt. Es ist immer noch Sachen, an denen wir gerade arbeiten. In der Zukunft wird es hoffentlich besser. Ich möchte nicht zu lange darüber reden. Um ein Fazit zu ziehen für meinen Teil des Talks, warum ich Julia so sehr mag, wir konnten ein Modell von Grund aus aufbauen. Unser Nutzerinterface und unser Backend ist alles in einer Sprache. Früher war das eine Mischung aus Python und Fortran und C. Wir haben herausgefunden, wenn wir Julia verwenden, ist es einfach ungefähr genauso schnell wie unser alter Fortran-Code. Das Schöne ist, dass man bei Julia Code nur ein einziges Mal schreiben kann. Man hat eine einzige Codebasis und dann kann man mit einer Codebasis sowohl CPU und GPU verwenden. Man hat also nicht zwei verschiedene Codebasis. Wir mögen Julia, weil es eine sehr hohe Sprache ist. Es hat Multiple Dispatch. Mit Multiple Dispatch kann man ganz einfach Software erweitern oder aber auch daran rumhacken. Die Julia Community ist aktuell noch relativ klein, aber um meine Hälfte mal abzuschließen. Die Probleme mit den Klimamodellen ist, dass Klimamodelle von Menschen kommen. Viele Dinge sind noch unsicher. Es gibt viele Probleme wegen fehlender Physik. Man kann nicht einfach alles auflösen, weil jede Wolke und jeden Ozean muss man idealerweise beschreiben. Mit entsprechend Computerpower kann man größere Parametrisierungen finden, um Physik zu beschreiben. Unter Umständen führt das zu besseren Klimamodellen. Vielleicht auch nicht. Wir hoffen, dass Klimamodelle in Julia einfacher sind. So, das ist ein bisschen Advertising für mich. Ich suche gerade nach einem Fahrrad oder es zu kaufen oder zu mieten. Wenn jemand eins hat, soll er bitte zu mir kommen. Vielen Dank. Also, eine große Frage für mich ist immer, wie können wir als Technologen Wissenschaft helfen? Meiste Wissenschaftler sind ganz gut,
mit Computern, Internet ist nicht Neuland für uns, aber wie nutzen wir das, um wirklich einen Fortschritt zu bringen? Und es gibt einen fantastischen Artikel bei worrydream.com/climatechange, der sehr viele Ideen auflistet, wo man seine Skills anwenden kann. Ich bin ein Computerwissenschaftler. Wie kann ich meine Skills, meine Fähigkeiten gegen Klimawandel anwenden? Und eine der Sachen, die ich, als ich den Artikel gelesen habe, festgestellt habe und warum ich diese Arbeit mache, ist, dass die Werkzeuge, die wir haben für Wissenschaftler und Ingenieure, sind sehr schlecht. Wir als Informatiker haben viel daran gearbeitet, die Werkzeuge einfacher zu machen, aber wir haben nicht wirklich daran gedacht, Wissenschaftler als Usergruppe zu haben. Und dann haben wir Fortran ist eine sehr einfache Sprache, eine sehr schöne Sprache, aber es ist nichts, was man einfach so lernt und wo man schnell Enthusiasmus bei Studenten aufbauen kann. Und Julia mag ich, weil ich es nutzen will, um die Computerpower einfacher zugänglich für Wissenschaftler und Ingenieure zu machen. Wenn ihr daran interessiert seid, dann müsst ihr nicht unbedingt in Julia arbeiten, aber ihr könnt darüber nachdenken, über Modellierung von physikalischen Systemen zu arbeiten. Eine der Fragen ist, können wir jedes technische System effizienter machen mit diesen IT-Tools? Das Beispiel da unten ist Modelica. Die Frage zurzeit ist, wie wir da die Grenzen weitermachen können. Das da oben ist Fortran. Habt ihr vielleicht im vorherigen Talk schon gesehen. Und das ist am häufigsten oft benutzten Wissenschaften. Warum Programmiersprachen? Warum glaube ich, dass Programmiersprachen meine Zeit am besten genutzt ist, um Programmiersprachen zu verbessern und um damit Leute zu helfen? Wittgenstein hat einmal gesagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Was ich ausdrücken kann, ist, worüber ich denke. Und Leute, die multilingual sind, wissen, dass es manchmal einfacher ist, in einer Sprache zu denken als in einer anderen. Aber bei Wissenschaft geht es um Kommunikation, zum einen mit anderen Wissenschaftlern und zum anderen mit dem Computer. Wissenschaftler sagen oft, sie wollen ihr eigenes Problem für die Maschine ausdrücken oder für andere Wissenschaftler ausdrücken. Und ich habe festgestellt, dass Programmiersprachen ein guter Weg ist, mit anderen Wissenschaftlern in der Gemeinschaft zu reden und zu kommunizieren. Und was wir beide gemacht haben, ist, dass eine Gruppe von etwa 30, auf jeden Fall eine große Gruppe, daran arbeiten. Wir haben numerische Wissenschaftler, wir haben Ingenieure, wir haben Wissenschaftler und wir alle arbeiten am selben Code und alle kollaborieren und wir arbeiten nicht an einer niedrig-leveligen Implementation. Das wäre nicht wirklich effizient. Also meine Idee ist, Wissenschaft einfacher zu machen. Brauchen wir noch eine andere Hochlevel-Sprache? Das ist eine Sprache, die ich oft die mir oft gestellt wird. Warum Julia und nicht Python? Das ist ein kleines Beispiel, das ist der Julia-Code. Looks sehr lesbar, wie ich finde. Nutzt Whitespace. Du magst das oder magst es nicht. Du hast all die typischen Sprachen, die man erwarten würde von dieser Sprache. MIT-Lizenz, eingebauter Package-Manager und interaktive Entwicklung. Aber es hat auch ein paar unübliche Features und die sind important. Wenn man ein Klimamodell simulieren will, braucht man eine sehr, sehr gute Performance auf dem Supercomputer, sonst kriegt man keine Antwort in der Zeit, die wichtig ist. Julia ist da sehr gut im Moment. Ich kann tiefer und tiefer und tiefer in jemandes Code gehen und habe da keine Verständnisprobleme.
Wenn ihr jemals probiert habt, herauszufinden, wie Python Nummern summiert, um es halbwegs schnell zu machen, das ist sehr, sehr schwer herauszufinden. Viel Glück. Da sind sehr viele Hürden auf dem Weg zu verstehen, was tatsächlich passiert im Hintergrund. Man kann da sehr viele lustige Sachen machen, worüber wir reden werden. Und was wichtig ist, dass man GPU-Code-Generation hat. Das heißt, man kann Julia-Code nehmen und auf der GPU laufen lassen. Man ist nicht auf Bibliotheken angewiesen. Letzten Dezember haben wir uns getroffen für das Klimawandelprojekt. Und als wir uns auf Julia geeinigt haben, waren wir glücklich mit der Performance, aber wir hatten ein Problem. Wir müssen unseren Code für GPUs und CPUs und GPUs duplizieren. Ich konnte das nicht glauben. Ich habe das designt, das sollte funktionieren. Was sie im Moment, was sie damals hatten, ist eine Kopie von zwei Funktionen, die linke Seite den CPU-Code, die rechte Seite den GPU-Code. Und es gab nur ein paar GPU-spezifische Teile. Und falls immer irgendjemand GPU-Code geschrieben hat, ist diese zweite Linie hier, die Vorschleife im CPU lookt ganz natürlich. Und was ich habe gesagt, kommt schon, wir können einfach einen harten Kern schreiben, dann eine Funktion, also einen Kern schreiben, daraus eine Funktion separieren für den GPU-Code und dann sind wir schon fertig. Das hier ist etwa die Lösung. Ihr könnt das kopieren, einfügen und das sollte funktionieren. Eine extrahiert den Kernel, dann hat man eine Funktion, die entweder auf dem CPU oder auf dem GPU läuft. Und dieser andere Teil hier ist das Einzige, was auf dem GPU anders ist, der den Index berechnet und dann ausgibt. Und ich bin fertig hier, das ist meine Arbeit. Und sie sind zurückgekommen zu mir und haben gesagt, das ist nicht gut genug. Und der Grund, warum sie brauchen Kernel Fusion, nimmt man zwei Funktionen und macht sie zu einer. Wenn man ungefähr halbwegs effizienten GPU-Code schreiben will, muss man sehr sicher sein, dass man die Loads und Stores von Speicher effizient ausnutzt. Sie wollten außerdem auch GPU-Funktionalität und Low-Level-Funktionalität verwenden. Sie wollten an ihre Kernel schauen und Shared Memory verwenden. Sie wollten die Anzahl der Register, die verwendet werden, minimieren. Und wir haben gesagt, wir können das nicht machen mit der Abstraktion, die ihr euch gegeben habt, denn da sind viel zu viele Barrieren da drin. Ich hätte Ihnen eine viel mehr Computer Science Antwort geben können. Gib mir ein paar Jahre und komm zu mir zurück. Dann gibt es die perfekte Lösung mit einem schönen mit einem schönen Wolkenprogramm, das wird euch alles machen, was ihr wollt. Es wird Final Volume haben, Discontinuous Galerkin und eine schöne domain-spezifische Sprache dafür. Aber sie sagten zu mir, ich habe dafür nicht die Zeit. Und der Grund dafür ist, weil die Philanthropen, die die Forschung finanzieren, die haben uns gesagt, wenn ihr uns eine Antwort nicht sofort gebt, dann ist die Antwort nicht mehr wichtig. Also, ich habe irgendwie einen kleinen Push gebraucht, mit einer minimalen Arbeit und es soll schnell irgendwie funktionieren. Es muss erweiterbar sein, es muss hackbar sein und es soll irgendwie funktionieren. Und es soll natürlich gestern fertig sein. Julia ist sehr gut an diesen artigen Hacks, weil Julia ganz langsam in diese Lösungen hineinwachsen lassen kann. Und dann hat man die Lösung
nach einer gewissen Zeit und dann kann man diese ganzen fancy Computer Science Tricks spielen, die wir gerne hätten. Deswegen bin ich mit dem Programm GPU File Loops übrig geblieben. Es ist makrobasiert. Das heißt, das sind kleine Snippets, die geschriebene Statements in andere Statements transformieren. Aktuell kann es GPUs und CPUs verwenden und wir sprechen gerade, wie wir schnellere GPUs auch unterstützen können. Es gibt zum Beispiel Okka und OpenACC in C++, von der viele von diesen Ideen kommen. Die grundlegende Idee ist, man schreibt eine For-Loop und schreibt ein Add-Loop davor. Und in diesem Add-Loop gibt es zwei Index-Statements. Und da unten sagt man dann Add-Launch an der CPU und auf magische Weise macht das das dann. Okay, super. Lass uns mal unter die Haube schauen hier. Das ist eine grobe Implementierung von Add-Loop ohne Fehler-Checking. Das ist aber die grobe Implementierung, alles ist da. Im Großen und Ganzen manipuliere ich die For-Loop, damit es an der GPU einfach nur eine Iteration pro Index macht. Während an der CPU iteriert es alle Indizes. Der Gedanke ist, dass die CPU single-threaded ist, aber die GPU viele Threads unterstützt. Es gibt ein kleines bisschen Magie, die hier versteckt ist in der isDevice-Funktion, weil die Frage ist, wie führt man das Ganze aus? Das ist ein bisschen Magie. Aber davon abgesehen ist es eine sehr einfache Transformation. Es ist komplett geschrieben in Julia. Und ja, ihr müsst hier den Code nicht verstehen. Ich wollte euch nur zeigen, wie schnell man sowas schreiben kann. Wenn ihr irgendwas wisst über GPU-Programmierung, da sollte es jetzt so einen kleinen Notch geben in eurem Kopf. Die Frage sollte sein, wie kann man eine dynamische Programmiersprache auf der GPU ausführen? Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Nun, Julia kann auf der GPU ausführen, weil es sehr viele Metaprogrammierungsmöglichkeiten hat. Das heißt, es kann Code generieren, basierend auf verschiedenen Support-Funktionen. Es hat Introspection und Respection, die erlauben, verschiedene Dinge im Hintergrund machen. Es ist auf LLVM aufgebaut. LLVM ist eine Compiler-Infrastruktur. Das heißt, ich kann eine Stage-Funktion schreiben, die LLVM-spezifischen Code generiert und den zur Compile-Zeit einfügt. Julia ist eine dynamische Sprache, die sehr versucht, Unsicherheiten zur Laufzeit zu vermeiden. Das heißt, wenn man Code hat, der sehr viele Unsicherheiten zur Laufzeit hat, bekommt man eine eher langsame Laufzeit, während wenn man mit einem Compiler arbeitet, der Laufzeitunsicherheit mit einbezieht, dann kann es den Code schneller kompilieren. Und Julia kann das und Julia gibt einem Werkzeuge, um sich genau anzuschauen, was unter der Haube passiert. Ich habe leider nicht die Zeit, da genau reinzuschauen. Es gibt ein Paper darüber, da könnt ihr was mehr finden. Es hat ein Type-System, das ermöglicht, genau reinzuschauen, wie das Ganze funktioniert. Ich möchte jetzt ein paar von diesen Sachen etwas genauer anschauen. Wenn man an die genaue Pipeline sich anschaut wenn man eine Funktion schreibt und sie aufführt, was da genau passiert in dem Compiler, das gibt euch eine Liste von Tools, die man hat, das Ganze genau anzuschauen, da reinzuschauen und Tools, mit denen man mit dieser Pipeline interagieren kann, wo man Dinge einfügen kann. Das andere ist, Julia hat dynamische Semantik. Das heißt, zur Laufzeit kann man wirklich eine Funktion definieren und ausführen. Und das benutzt Multiple Dispatch. Das bedeutet, dass wenn ich hier zum Beispiel mir den Absolute Value Call anschaue, die Frage ist, welche von diesen 13 verschiedenen Funktionen wird es genau an,
aufrufen. In C++ und anderen Sprachen nennt man das einen Virtual Function Call. Die Frage, die sich jetzt nun stellt, ist Julia wirklich bei jedem Funktionsaufruf ein virtueller Funktionsaufruf? Der Punkt hier ist, wenn man das Julia den Typ des Input-Arguments anschaut und dann schaut es sich an, welche Funktionen zu diesem Typ genau anwendbar sind. Das heißt, in diesem Beispiel ist es die Real-Funktion hier unten, weil Float64 ein Untertyp von Real ist. Das heißt, die richtige Methode wird hier ausgewählt mit Dispatch und dann wird sie spezialisiert für genau diese Typ. Das heißt, das Wichtigste bei Multiple Dispatch, was man im Blick halten sollte, ist, man ruft die spezifischste Methode auf. Das heißt, in diesem Beispiel haben wir eine Funktion f, die drei verschiedene Methoden hat. Wir haben ein Integer-Argument, das in x oder y gematcht werden kann, und in y ist es ein Float-Argument. Wenn wir es jetzt mit 1, hello aufrufen, dann wird die spezifischste Methode aufgerufen, was in diesem Fall diese hier ist, und deswegen die Nummer 1. Auf der anderen Seite, wenn wir ein Float im zweiten Argument haben, rufen wir die zweite Methode auf. Was die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich ein Integer in der ersten Position aufrufe und ein Float im zweiten Argument? Nun, dann bekomme ich einen Method Error, weil Julia nicht die Entscheidung treffen kann, welche die spezifischste Methode ist. Nun, jetzt schauen wir uns Method Specialization an. Method Specialization passiert, wenn man eine Methode zum ersten Mal aufruft. Hier hat die Methode keine Spezialisierung. Wenn ich sie jetzt aber einmal aufrufe, dann fügt Julia eine Spezialisierung nur für Float64 vor in diese Methode ein. Vorher könnte es Float32 und Float64 sein, jetzt kann es nur noch Float64 sein. Das heißt, Julia spezialisiert und kompiliert Methoden und behält nicht alles dynamisch. Man kann diesen Prozess sich anschauen. Zum Beispiel Code Lowered und Code, man hat Makros wie zum Beispiel Code Lowered und Code Typed, denen kann man sich die Details anschauen. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit, um hier in die Details mehr anzuschauen, aber nur als eine Randnotiz, wenn man das Prozent 4 bedeutet hier ein Assignment, das heißt, wenn man es jetzt hier zum Beispiel wie in Zeile 5 aufruft, dann wird Iterate auf den Wert von 4 aufgeführt. Man kann sich die Typinformation, die Julia inferiert, anschauen. Man kann sich hier anschauen, wie diese Typinformation durch den Funktionsbaum durchpropagiert. Wenn wir jetzt hier ein aggressives Inlining und Optimierung durchführen, dann haben wir keine Calls mehr, dann haben wir nur Julia Intrinsics und was Julia ausführt und was tatsächlich ausführt. Also hier, das ist zum Beispiel unsigned less than integer Funktion. Das heißt, wir benutzen Typinferenz, um hier statische oder fast statische Unterprogramme zu finden. Also früher war das der Fall. Ich konnte eine neue Funktion definieren, g, nachdem ich eine neue Funktion f, nachdem ich g einmal aufgerufen habe, und ich würde das alte Resultat nochmal kriegen. Das ist nicht intuitiv, das ist nicht dynamisch. Also in Julia 1.0 und in den neueren Versionen ist das repariert. Das heißt, die Funktion wird ungültig gemacht, die Abhängigkeiten hat auf die Funktion, die wir gerade geändert haben. Das kann die Latenz erhöhen, wenn man viele Funktionen überschreibt, dann kann das dazu führen, dass man viel Arbeit machen muss jedes Mal. Wir propagieren Konstanten. Also als einfaches Beispiel, wir versuchen so möglichst viel Informationen auszunutzen, die wir haben. Also wenn wir eine Funktion f schreiben und dann haben wir eine Funktion Sinus von einem konstanten Wert, dann wird da tatsächlich auch eine Konstante ausgewertet, dass die Berechnung quasi völlig vermeidet. Und das kann während Aufrufen innerhalb von Schleifen sehr wichtig sein kann. Und Julia hat heuristische Methoden, um zu entscheiden, welche Methoden sie ausrufen soll. Wenn man den Code
sich anschaut über Introspection, dann kann das dazu führen, dass man Effekte hat, dass man zum Beispiel nicht weiß, was hier zurückgegeben werden soll. Hier sieht man zum Beispiel einen Tupel zurückgegeben, man weiß aber nicht, was das für ein Typ haben soll. Und das Schöne an Julia ist, dass wir Spezialisierung erzwingen können und hoffentlich wird der Compiler irgendwann smart genug, diese Spezialfälle dann auch selbst zu entscheiden. Also wir können hier ein paar Geheimnisse benutzen, um diese Spezialisierung zu erzwingen, sodass man hier zum Beispiel sagen kann, der Rückgabewert meiner Funktion ist garantiert dieser Typ. Und auch was wichtig ist, was man wissen muss, wenn man von einer traditionellen objektorientierten Sprache kommt, Typen kann man nicht erweitern, man kann also nicht ableiten von int64, man kann nur einen Untertyp von exakten Typen bilden. Das macht man, damit man viele Optimierungen sonst nicht möglich wäre. Wenn wir Programme anschauen, dann kann man nie davon ausgehen, dass man keinen Code mehr hinzufügen kann. Das heißt, es gibt keine Semantik einer geschlossenen Welt. Es erlaubt uns nicht zu sagen, hey, wir wissen jetzt alle möglichen Untertypen. Man kann immer noch einen Untertyp hinzufügen. Wenn wir sagen, Typen sind nicht erweiterbar, dann kriegen wir viel von der Performance zurück. Für mich persönlich, warum mag ich Julia so, warum arbeite ich an Julia? Es läuft wie Python, es spricht wie Lisp und es läuft wie Fortran, wird ausgeführt wie Fortran, also es ist hackable und man kann es erweitern. Ich kann die Interna verändern, wenn ich es brauche. Es baut auf LLVM auf, das heißt, als jemand, der Compiler schreibt, das ist mein Lieblings-Frontend für LLVM. Ich kann den LLVM-Code, den ich brauche, tatsächlich dazu bringen, ausgeführt zu werden. Und für Benutzer interessiert das hoffentlich nicht. Und das hat Benutzer im wissenschaftlichen Rechnen. Und ich mache im kognitiven Wissenschaften viel, schreibe da Modelle und diese Nutzer liegen mir sehr am Herzen. Ich habe gesehen, wie schwer es sein kann, Fortschritt zu machen mit den Werkzeugen, die wir haben. Und mein persönliches Ziel ist, Wissenschaftler und Ingenieure dazu zu bringen, effizient zu kollaborieren und tatsächliche Änderungen herzuführen. Julia ist ein großes Projekt, Klima ist ein großes Projekt. Es gibt viele Leute, denen wir danken wollen und damit möchte ich euch gerne einladen, wenn ihr interessiert seid. Es gibt die JuliaCon jedes Jahr, da treffen sich die Entwickler. Letztes Jahr waren es 360, also es ist Menschen, das heißt, es ist sehr viel kleiner als der Chaos-Kongress. Nächstes Jahr wird es in Lissabon sein. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann kommt doch, wenn ihr Wissenschaftler treffen wollt, die interessante Probleme haben und die nach Lösungen suchen. Und damit, das war die Übersetzung des Talks. Time for questions and answers. Are there any questions? Yeah, we've got microphones over there, so just jump to a microphone and ask your question so that everybody could hear. What do you mean when you say that? Was meinst du, wenn du sagst, Julia spricht wie Lisp? Und warum ist das eine gute Sache? Naja, also es spricht wie Lisp, aber es sieht halt nicht aus wie Lisp. Ich denke, das ist, was du meinst, es hat nicht so viele Klammern. Also Lisp hat sehr viele mächtige Metaprogrammierfähigkeiten und Makros und davon haben wir ganz viel. Wenn man über die Geschichte von Lisp liest, dann war die originale Idee, M-Lisp und in einer netteren Syntax zu sein. Und Julia ist quasi meine Weiterentwicklung von M-Lisp. Das hat die ganzen netten Features, aber nicht so viele Klammern. Danke für den Talk. Meine Frage ist bezüglich des ersten Teils des Talks. Wenn ich es richtig verstehe, dann simuliert ihr ein deterministisches System. Also da ist kein Noise-Term oder sowas. Ja, also wenn wir beliebig genau wären, dann wäre es deterministisch. Aber Turbulenz bei Design ist ja schon nicht deterministisch. Aber die diskretisierte Version selbst ist auch deterministisch. Also ihr habt da doch kein Noise oder sowas, was ihr vermutlich von der Physik allerdings klarstellen könnt.
könntet. Ja, also wenn ihr dieselbe Simulation zweimal laufen lassen würdet, dann würdet ihr nicht, naja, also wenn es auf derselben Maschine wäre, wäre es dieselbe Antwort und in dem Sinne ist es natürlich deterministisch, aber auf einer anderen Maschine, dann folgt der Rundungsfehler schon zu einem anderen Ergebnis. Kann ich weitermachen? Ja. Okay, gerne. Den Punkt, den ich rüberbringen wollte, war, wenn man Störungen hinzufügt, also im Sinne von, dass man physische Störungen hinzufügt, dann bekommt man eine stochastische Simulierung, was unter Umständen eine gute Sache wäre, weil das könnte Dinge einfacher machen und darüber hinaus, ihr habt über neuronale differenzielle Gleichungen gesprochen und zum Beispiel über Unstetigkeiten und das DT-Integral könnte in der Tat ein Problem sein. Und da ist Arbeiten darüber, wie man mit neuronalen differenziellen Gleichungen arbeitet, wie man diese Diskontinuität kontrollieren kann, das könnte für euch interessant sein. Ja, vielleicht sollten wir da im Anschluss mal drüber reden, denn ich weiß nicht genau, wovon ihr spricht. Wir sollten mal zusammen sprechen. Auch die Methode ist interessant und ist ziemlich schön und ganz viel Physik. Also vertrau mir, die Physik ist ziemlich hässlich. Und nur ganz schnell, wir haben auch Sticker. Ja, und Kekse gibt's auch. In der Keksbox. Und am Tag 4 gibt es einen Julia Workshop und wir würden gerne einen Assembly Space noch bauen, wo wir uns treffen können. Auch eine Frage über den ersten Teil des Talks. Ich wollte fragen, ob es möglich ist oder ob ihr dynamische Auflösungen in eurem Modell findet, ob mit kleineren Gittergrößen. Ja, wie dynamische Gittergrößen? Ja, also wir machen das in der vertikalen Ebene. Weil in den Ozeanen Dinge in der Nähe der Oberfläche interessanter sind, das weiter unten weniger interessant, deswegen nimmt man da weniger Auflösung. Ich denke, ganz allgemein haben Leute natürlich das vorher auch schon gefragt, warum benutzt ihr konstante Gitter? Und die Antwort, die ich meistens gelesen habe, und ich weiß nicht, ob das sonderlich überzeugend ist, es gab halt einfach nicht sehr viel Forschung dazu oder wenn Leute nach dynamischen Gittern, also Forschung machen auf dem Gebiet, dann wird deren Geld gestrichen. Und wenn man adaptive Verfeinerungen macht, dann verfeinert das üblicherweise überall, einfach weil die Turbulenz überall ist. Aber was unsere Simulation angeht, sind einige der numerischen Methoden einfach nur schnell, wenn man sie auf einem regulären Gitter ausführt. Und ganz allgemein ist das ein interessantes Thema für Klimamodelle, aber ich denke, da ist noch Forschung notwendig. Ich weiß auch nicht, ob ich da die Frage beantwortet habe. Das hast du, vielen Dank. Ein paar Fragen. Ich habe ziemlich viel Legacy-Fortran-Code in Python eingerappt. Wäre da ein einfacher Pfad, Fortran-Code zu Julia zu konvertieren und idealerweise sogar automatisch? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Ja, das kann man machen. Der Julia-Code sieht dann aber aus wie Fortran und dann hat man nicht viel gewonnen. Also ja, als guter Startpunkt kann man das machen, aber man kann natürlich auch einfach nur Fortran von Julia aus aufrufen. Ich möchte nicht, dass Leute ihren Code neu schreiben, üblicherweise, außer es gibt einen sehr guten Grund dafür. Die Lösungen, da hat man möglicherweise die Werkzeuge gar nicht mehr, um mit den alten Codes zu arbeiten, aber wenn man einen Fortran-Code hat, dann würde ich üblicher sagen, dann ruft doch einfach Julia von Fortran auf oder umgekehrt und sorgt dafür, dass das funktioniert und dann geht schrittweise vor, also Stück für Stück. So, any more questions? Noch irgendwelche Fragen? Keine Fragen mehr? Ali Ramadan und Valentin Chouravi.